Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum DAX-Check mit Thomas Bergmann. Auch ein herzliches Willkommen an dich. Gestern konnte der DAX die 200-Tage-Linie endlich überschreiten und kletterte zum Handelsschluss auf 10.349 Punkte. Wie ist der Leitindex heute gestartet und kann er dieses Niveau längerfristig halten? Ja, guten Morgen. Schauen wir uns den DAX mal genauer an. Ganz richtig, gestern wichtige Kaufsignale geliefert. Nicht nur, dass wir die 200-Tage-Linie hier überwunden haben, wir haben auch den mittelfristigen seit April 2015 gültigen Abwärtstrend gebrochen, der im Bereich 10.240 Zähler verläuft. Ganz wichtig natürlich auch, dass wir endlich diesen Widerstandsbereich um die 10.100-Punkte-Marke überwunden haben. Nicht nur, dass wir uns im DAX auf Intraday-Basis hier öfters die Zähne ausgebissen hatten. Nein, hier verläuft auch das 38,2% Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung zwischen April 2015 und Februar 2016. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt uns über der 200-Tage-Linie halten, auch über diese Abwärtstrendlinie. Dann haben wir sicherlich das weiteres Anschlusspotenzial. Wir schauen mal in den Chart. Auf Schlusskursbasis sieht man das leider nicht ganz so genau. Wir haben im Bereich von 10,5 noch ein Gap offen, das es zu schließen gilt. Dann auch ganz wichtig, die angesagte Abwärtsbewegung zwischen April 2015 und Februar dieses Jahres. Das 50% Fibonacci Retracement liegt bei 10.540 Punkten etwa. Also das sind so die nächsten markanten Widerstände, die es anzulaufen gibt. Ja, und wie gesagt, nach unten sichert uns jetzt erstmal die 200-Tage-Linie ab. 10.286 Zähler verläuft sie etwa. Dann die angesprochene Abwärtstrendlinie, die natürlich täglich etwas fällt. Und dann natürlich das alte Ausbruchsniveau bei 10.100 Punkten sollte uns nach unten absichern. Wie sollte sich der Anleger jetzt deiner Meinung nach verhalten bzw. positionieren? Also wir sind ja schon seit einer geraumer Zeit long im DAX mit einem Produkt. DG0KPK ist das Wertpapier, mit dem wir schon über 50% vorne liegen. Wir hatten gesagt, spätestens mit dem Ausbruch über die Marke von 10.112 sollte man dann hier noch aufspringen auf den Zug. Das war jetzt am Montagnachmittag der Fall. Wie gesagt, ich würde investiert bleiben in dieser Position, würde mal jetzt vielleicht heute, erst, wenn ich neu einsteige bin, erstmal abwarten. Sollten wir aber das letzte Hoch 10.370 Zähler, das war das Hoch von gestern, überwinden, dann kann man sicherlich die Position nochmal ausbauen oder auch für einen Neuanstieg nutzen. Dann danke ich dir, Thomas, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Bis morgen. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich auch von Ihnen. Das war der DAX-Check für heute. Wenn Sie mögen, bis morgen.